Hallo Volk, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. In dieser spannenden Episode nehmen wir uns das Gemälde von Peach vor. Oh, Peach, bist du geil, du, wie ist das Bowser? Ja. Ich hätte es doch wissen müssen, das war eine Falle. Ich wusste, dass du mir eine Falle gehen würdest. Du solltest öfter auf deine ulkigen Füße schauen. Willst du mich verarschen hier? Hallo? Ihr habt das gerade eben auch gehört, oder? Er hat meine Füße ulkig genannt. Ulkig. Die Füße eines Klempners nennt niemand ulkig, ohne dafür von ihm gepaunt zu werden. Erstmal hier schön failen, jetzt whoopsa. Jetzt hier, bumm, rüber und was zum... What the fuck, leck mich doch am Arsch, Mario. Ja, jetzt halt hier rüber und zack. Es gibt ordentlich jetzt eine aufs Maul hier. Oi, Gumbas, Gummi, so, hier. Meine Füße albern. Nee, wie war das? Ulkig. Ulkig hat er sie genannt. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz hier. Geh rüber, Mann, Mario. Okay, Mario. So, jetzt hier rüber und zack. Geht doch. Kann man da eigentlich rüber? Ich probier's mal aus. Lalala, mehr als sterben kann ich nicht. Jetzt hier, glaube ich. Ja, dann. Oh, ich bin, glaube ich, fast da. Boah. Scheiß Gumba. So, jetzt eins, zwei, alia. Und jetzt hier rüber, zack. Dann hier hinauf und hier hinauf. Boah, das ist die reinste Let's Racerei hier. Aber gut, ich bin nicht gestorben. Das ist schon mal nicht schlecht. Fast punktgenau rein. Oh nein, wieder Bowser lesen. Ich spüre, wie meine Stimme fliegt. Tja, Mario, Pech gehabt. Die Prinzessin ist nicht hier und wird das so bald auch nicht sein. Es wird dir niemals gelingen, mich hinten zu packen und zu werfen. Du musst schon ein echter Held kommen. Keine Wurst. Jetzt nennt er mich auch noch Wurst. Ach, fick dich. Vielleicht gehst du besser wieder nach Hause und reparierst weiter kaputte Rohre, als dich mit mir zu messen. Ja, du bist größer wie ich, aber das Messen können wir mal lassen. Ich töte dich jetzt einfach hier. So, auf die Bomben schleudern war es nicht. Okay, jetzt hier drehen und werfen. Blah, tot. Oder ist er tot? Ich glaube schon. Lebst du noch? Ja, er bewegt sich, er lebt noch. Offensichtlich war ich ein wenig unachtsam. Aber ich habe meine Prinzessin die Powerstelle meiner Gewalt. Ich werde dafür sorgen, dass du keine Sterne mehr lang wirst. Unser nächstes Treffen wird einen anderen Sieger haben, bestimmt. Ja, ich würde sagen, wir haben besiegt. Schlüssel! Ja, okay. Schlüssel! Ich hab vorhin, also die Aufnahme, habe ich bis zum Sterntor bin ich gekommen, aber dann irgendwie hat's mir den Strom weggehauen. Also von daher, also ich habe das Sterntürchen da geöffnet noch gehabt. Dann wollte ich in Bowser Schattenwelt gehen, habe gedacht, nee, ich gehe noch woanders hin. Damit ich das schon mal speichern kann, von wegen, weil mir langweilig war. Damit ich euch nicht die ganze Zeit einen super langweiligen Text wegen, oh, die mystische Kraft der Sterne auf den Türen, ich meine Sterne und so. Oh mein Gott, ich bin durch den Geist gesprungen, ohne zu sterben, toll. Jedenfalls ist es mir dann irgendwie abgekackt. Meine N64 hat den Geist aufgegeben und egal. Ich weiß mittlerweile, dass dieser komische Geist hier einen Käfig hat, in den wir rein müssen oder sollen, da drin ein Level ist. Big Blues Burg, wir gehen auf Geisterjagd. Und, achso. Komm nur näher. Ach, ich hab meine Geisterlache nicht da. Ich weiß, wie ich das nächste Mal lache, so. Knack. Klingt irgendwie lustiger, okay. Erstes Gimmick, das ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar, ja, wir rennen gegen ein Auge und verlieren Lebenspunkte. Das war so nicht geplant. Hier, gegen die Mauer hüpfen. Dann kommen wir hier oben aufs Gitter und sparen uns den ersten Stern, wenn wir weiter hoch wollen. So, nämlich ich will wissen. Oder es hieß, ja, Rio kletter aufs Dach, da ist ein Stern und so. Also dachte ich, ich suche diesen Durchgang aufs Dach. Oh mein Gott. Mario. Och, du bist doch so ein. Hier rauf soll ich irgendwo können, oder? Ah, da oben ist irgendwas. Ah, tatsächlich. Okay, gut. Dieser Angriff von diesen Büchern, die mich mal kreuzweise können, war so nicht erhofft. Okay, hier oben lang. Ey, wisst ihr, warum mich das erinnert? Irgendwie in diese Szene aus, wie ist dieses Drama? Romeo und Julia, kennt ihr das? Das ist auch dieses, so, okay, ich stelle mir jetzt mal vor, draußen ist Julia, meine Peach. Julia! Oh mein Gott, was ist mit dir passiert? Du bist so blass, Schätzchen.
Hier, stirb, fahr zur Hölle. Blog und bam und hallo. Oh ja, fuck dich doch an die Wand, du hier, Hurensohn. Okay, wenn ich jetzt... Er kann, glaube ich, noch einen Hit nehmen und ich. Und Bams, die ist tot. So, wo ist der? Stern tatsächlich... Ah, ja. Dann komme ich da jetzt raus. Hallo. Sternchen. Super. Ich kann die Kamera nicht drehen. Okay, schau mal, was nach ist. Oh Gott, bitte lass es mich irren, dass ich anders da... Okay, es gibt nur diesen Weg. Gut, nein, ich habe Angst. Ich will nicht runterfallen sterben. Das mache ich jetzt. Ich habe keine andere Wahl. Okay, falls ich jetzt sterbe, dann haltet euch die Ohren zu. Ich werde ziemlich laut schreien. Bin ich drüben? Ich kann nicht drehen. Okay, jetzt muss ich da... Oh Gott im Himmel. Wie viel Platz habe ich? Okay. Ja. Lauf. Bitte lass das nicht wahr sein. Wo bin ich? Boah, was war das? Ich habe keine Ahnung. Ja, scheiße, ich bin oben. Ja, yes, ich habe ihn. Oh Gott, war das... Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es überlebt. Yes, man. Okay, wo lang gehen wir jetzt? Ich würde sagen, ihr sucht mal einen anderen Stern auf. Ich mache die Sterne bunt gemixt. Also von daher, nicht von wegen, ja, macht er da rein. Nein, ich mache sie bunt gewixt. Also, Entschuldigung. Oh Gott, ich komme schon raus. Ich habe gemixt gesagt. Hier, nichts anderes, damit ihr mich hier nicht falsch versteht. So, hier soll ein Geheimnis sein. Tatsächlich. Der Sale hat mich nicht angelogen. Herzlich willkommen in diesem Kurs. Kannst du den roten Schalter entdecken? Lässt du ihn aus? Findest du eine Federkappen? Jö, Federkappen. Und wo ist dieses Dingenskirchensteil? Hey, hier sind rote Mützen. Aber an die komme ich wohl nicht mehr ran. Ich bin zu langsam. Ich sehe nichts. Stei, das... Au. Ey, der Schalter, cool. Drausspringen, oder? Yay. Ja klar, warum nicht? Und wie komme ich jetzt raus, ohne zu sterben? Geronimo! Wow! Tot oder nicht tot? Nö, bin nur verletzt. Okay, dann würde ich sagen, wo gehen wir jetzt nächstes hin? Öffne mir diese Tür. Die sieht mir ominös aus. Mit der Macht des Ra! Ah, das wollte ich mal fragen. Kann mir irgendjemand sagen, woher dieser Spruch stammt? Wasser. So, tauchen. Dankeschön. Hier, Panzer. Panzer, hallo, danke. Oh, mir geht nämlich die Luft zu Neige. So, Luft holen. Und abwärts. So, sorry, dass ich gerade eben so relativ wenig gesprochen habe, denn vehement wird mein Zimmer gestürmt, als wäre es nicht irgendwie sehr ersichtlich, dass das hier eine LPR-Basis ist und so weiter. Also, wisst schon, what the fuck? Au! Au, das hat wehgetan. So, hier an Gumba vorbei. Oh Gott, hier laufen, Hilfe! Oh, ich bin... Okay. Die, ah, fuck, auf Reihenfolge. Welche Truhe? Zuerst... Okay, die ist es nicht. Dann probieren wir mal die aus. Oh, gut, die war echt. Okay, jetzt hat... Andere Frage. Welche Truhe jetzt? Okay, ich glaube, es ist die hier. Nein, fuck. Shit. Okay, jetzt habe ich noch einen Versuch. Gut. Die Truhe. Okay, dann probieren wir die hier. Okay, jetzt die gute Frage. Welche nehme ich? Ene, Mene, Mu und... Ich nehme die erste. Okay, komm schon. Nein! Nein, wir sind gestorben. Ach, supi. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es so abgöttisch, dass ich mir immer so viele Schnitzer erlaube. Egal, die heutige Sendezeit ist zu Ende. Ich bin angefressen, da ich mir wieder einen Stern verkackt habe. Und ich würde sagen,
Wir sehen noch schön in dieser Quamm rein. Fischi, 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 Huhu, Fischi, Fischi. Sterbt, ihr Hurensohn, ich hasse euch hier in der Glas. Fahrt zur Hölle, Block. Egal, ja. Wir schneiden hier und wir sehen uns in der nächsten Spann-Episode von, oh mein Gott, Mario kommt immer näher und er wird uns töten. Wir klingen jetzt hier aus, Let's Play Super Mario 64. Hier klingt hier aus. Bis dann.